Der Aufbau einer Strohmistmatratze gelingt oft nicht so richtig. Im vorderen Bereich entstehen dann Kuhlen und hinten sammelt sich überschüssiges Material. Der Pflegebedarf ist erheblich. Bei unserem Boxenlaufstall haben wir Tiefboxen mit Tiefeinstreu Stroh. Das haben wir deshalb gemacht, damit es für die Tiere einfach bequemer ist. Wir haben zwar etwas mehr Arbeitsaufwand, sodass wir wöchentlich einmal einstreuen müssen und täglich einmal kontrollieren müssen und wieder das Bett wieder richten müssen. Aber es ist für die Tiere einfach wesentlich bequemer, wesentlich angenehmer. Man muss sich einfach reinkuscheln können und für den Menschen muss es auch schön sein, dann ist es fürs Tier gut genug. Wir haben uns entschieden für die Tiefboxen bei uns auf dem Betrieb. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir den Anspruch haben, dass das, was in der Natur für die Tiere positiv ist, dass sie sich frei hinlegen können und aufstehen können, am besten im Stall nachempfunden wird. Und das haben wir nur in dem System der Tiefliegeboxen wiedergefunden. Wir sind damit sehr zufrieden, weil wir das auch von der wissenschaftlichen Seite mehrfach schon bestätigt bekommen haben, durch mehrere Studien, die bei uns hier auf dem Betrieb stattgefunden haben. Man sieht es auch an den Tieren. Keine Gelenksverletzungen, Tiere stehen gut auf, sind zufrieden. Mehr kann man nicht erreichen. Wenn das Stroh günstig ist, nehmen wir Stroh. Wenn Sägemehl günstig ist, nehmen wir Sägemehl. Auf jeden Fall keinen Sand, weil das ist mit viel Arbeit verbunden. Und wir streuen alle Wochen im Winter einmal ein und im Sommer alle 14 Tage. Und das passiert innerhalb von einer Stunde, anderthalb. Das ist automatisiert. Und einmal in der Woche wird die Hinterkante der Boxe abgestreut mit Kalk. Somit sind das eigentlich für die Boxenpflege als solches in der Woche 2 bis 3 Stunden. Also, und das ist bewältigbar.